Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, in der nächsten Folge beginnt das mit dem Captain Regnum. Und gerade im Moment habe ich ein bisschen wenig Zeit. Es kann sein, dass die Folge jetzt heute, also heute Morgen, also die 99. Folge, ein bisschen kürzer wird. Und ja, momentan ist auch nichts aktiv. Jetzt einfach reingegangen und habe begonnen aufzunehmen, damit ich nachher zum Hausarzt gehen kann. Ich muss ein bisschen abklären, was das ist im Bauch, das so komisch drückt. Und ja, mal testen, ob ich überhaupt genug fit bin, nicht zu schwer krank bin für Kampfsport zu machen. Und eventuell werde ich anfangen, auch Hallenfußball zu spielen. Im Winter dann. Aber das ist noch ein bisschen fern. Das ist noch nicht so sicher natürlich. Ja, und ja, eigentlich mit Diabetes geht es recht gut. Sehr stabil momentan. Wenn ich dann mich extrem anstrenge, kann es dann wieder anders sein. Aber muss ich ja nicht. Ich bin mit 28 Jahren sowieso schon ein bisschen zu weit vorgeschritten. Muss schauen, ob ich das alles nachholen kann im Kampfsport. Ja, eigentlich Übungen habe ich, nur einfach die Muskeln noch nicht so. Und dafür bin ich sehr schnell. Also könnte wahrscheinlich einen dreimal hitten, bevor er überhaupt mal an mich herankommt. Und vielleicht genügt das schon für die ersten guten Siege. Oder vielleicht werde ich auch die ganze Zeit K.O. geschlagen oder so. Je nachdem. Aber ich mache wahrscheinlich ja nicht so brutale Kampfkünste. Und sondern jetzt eins zu spezialisieren, möchte ich lieber mit MMA oder so anfangen. Mit UFC. Oh, da muss ich aber sehr gut sein. Es geht nicht so leicht. Das ist nämlich die höchste Liga. Aber dass ich so trainiere, dass ich UFC machen kann, sobald ich bereit bin natürlich. Und ja, ihr kennt mich zwar nicht so gut noch, aber ich mache so extrem gute Fortschritte. Das habe ich damals auch bei der IT, also Informatik, gemacht und bei der Schreinerei, bei der Gärtnerei, beim Zoo, überall wo ich schon geschnuppert habe und Lehre beginnen wollte, habe ich eigentlich keine Probleme gehabt. Aber meine Krankheit war da im Weg. Würde es mir nicht nach einiger Zeit so schlecht gehen, zu viel Stress und zu viel ja einfach zu viel Muskeln verbraucht, also dass alles schmerzt und dass ich zu schwach werde und so weiter, dann ja könnte ich alles machen, aber ja, ich habe Einschränkungen, oder? Und deshalb mache ich eigentlich Sport, weil beim Sport, da macht man eigentlich immer etwas für die Muskeln, da macht man nicht so große Pausen oder so. Und wenn ich mehrere Sportarten gleichzeitig mache, kann ich dann auch den ganzen Tag ein bisschen Sport machen und muss dann nicht immer, ja, durch diese Pausen werde ich natürlich sehr viel schneller schwächer als andere Menschen und deshalb muss ich dranbleiben, oder? Ja, aber zum Aufnehmen und zum Hochladen werde ich immer genug Zeit haben. Also immer mindestens 2 Videos pro Tag kommen und eben 2 Projekte werden immer jeden Tag eine Folge kommen und das ist Regnum und Hexit und andere Videos werden je nachdem, was ich Bock habe, was ihr Bock habt und je nach Aufrufe, je nach Likes, werde ich natürlich gerne andere Projekte bevorzugen oder so. Aber momentan ist Regnum der absolute König auf meinem Kanal und deshalb kommt auch am meisten Regnum, oder? So, also morgen
Heute Abend sogar. Die Champion of Regnum Folge 100. Und ich freue mich riesig. Ihr wahrscheinlich auch. Also einer hat es schon geschrieben, er freut sich riesig. Nur noch zwei Folgen hat er geschrieben und noch etwas dazu. Ich glaube, ich freue mich, hat er noch dazu geschrieben. Ja, vielen Dank für die Kommentare. Es wurden wieder recht viele. Und da sehe ich, ich mache etwas richtig. Aber natürlich, es kann noch viel besser werden. Da bin ich dran. Ich werde gerne immer wieder besser. Und ja, jetzt wenn Regnum wieder ein bisschen mehr Action ist, ein bisschen mehr Hortkämpfe und so weiter, Abwechslung vor allem, wird es auch wieder ein bisschen, wird es auch noch besser. Und ja, das wird, da freue ich mich riesig. Also ich bin einer, der sich sehr dankbar fühlt, wenn er Aufrufe hat, wenn er Likes hat, bekommt, wenn er Kommentar, wenn jemand Kommentar schreibt. Ich freue mich immer so innerlich, so richtig. Wow, jetzt hat dieser wieder geschrieben und jetzt hat dieser wieder geschrieben. Oh toll, ihr seid so aktiv. Ihr seid so gutmütig zu mir, ihr seid so toll. Und das freut mich einfach eben immer. Ich bin eben sehr community-orientiert und will es auch immer sein. Und den Takt dürft ihr gerne annehmen. Also wenn ihr irgendwas habt, Wünsche oder Vorschläge oder sonst irgendwas, ihr dürft es immer in die Kommentare schreiben oder per PN. Also ich kann euch anpassen. Ihr müsst nicht unbedingt mehr anpassen, aber ich kann euch gut dann, also für euch das irgendwie anpassen, dass es noch besser für euch wird, dass es noch mehr Spaß macht, mir zuzuschauen und so weiter. Ja, also gucken wir mal. Gestern zwei gelbe Items noch gefunden. Leider die keine Zeit mehr gehabt am Abend. Für alle, die es noch nicht wussten, ich war am Fußballmatch FC Basel gegen Lech Posen im Joggeli, unserem Stadion, St. Jakobspark für die Deutschen. Und das war eine extreme Atmosphäre. Das war so cool. Das könnt ihr nicht vorstellen, wie laut das war. Wir haben einfach fast die besten Fans, zwar noch wenige Fans, die also wirklich richtige Fans sind, aber es ist sowas von cool. Und wir haben 1-0 gewonnen gestern, haben mit einem Gesamtscore von 4-1 in diesen zwei Spielen, 3-1 in Posen, also das Hinspiel, 4-1 gewonnen und sind jetzt ganz klar in der Playoffs der Champions League. Und jetzt gucken wir mal, was wir machen in der Champions League, wenn wir dann kommen. Gegner haben wir nicht so schwere, zum Beispiel Brügge, Apoel Nicosia oder so. Lüneburg oder so. Keine Ahnung. Und Panathinaikos, AK, weiß nicht was das, weiß nicht, einfach Athen. Einfach Griechen. So. Und ich hoffe, wir schaffen das. Wir haben das auch fast jedes Jahr geschafft, in die Champions League zu kommen. Letztes Jahr waren wir im Achtelfinal und haben da auch fast gewonnen gegen Porto. Aber die haben so extrem gedruckt und haben dann Tore kassiert natürlich. War schade. Aber Bayern hat Porto dann rausgehauen. Vielen Dank an die FC Bayern Spieler, dass ihr dann Porto rausgehauen habt. Ihr habt uns wirklich einen guten, eine Revanche geboten. Und auf Seiten von uns zwei. Ja, und Bayern München hat gestern wieder gegen Real Madrid gewonnen. Sehr schön, 1-0 war es auch. Und toll, war glaube ich ein Freundschaftsspiel. Kann das sein? So, und ich muss manchmal auf die Uhr schauen, weil 30 Minuten schaffe ich wahrscheinlich nicht. Ich muss um 9:45 weg und es ist jetzt, okay, 9:15. Also eine halbe Stunde hätte ich Zeit, aber ich muss natürlich noch hochladen. Also ich muss sie bearbeiten, gehe zum Doktor und nach dem Doktor lade ich es hoch.
Und ja, also können wir doch schon eine halbe Stunde aufnehmen. Halt einfach hier ein bisschen kloppen. Weil es ist wirklich nichts los, nicht in meinem Chat. Ich kann ja mal guten Morgen schreiben. So. Dann habe ich auch mal etwas für den Chat gemacht, für den Ignis-Chat. Ja. Aber es wird wahrscheinlich keine Antwort geben. Ah doch. Der Tyrann. Moin. Voll die Norddeutschen. Immer Moin sagen. Zu allem. Also muss ich sagen, das Moin heißt auch Guten Morgen, okay. Aber die sagen immer Guten Morgen. Also die sagen immer Moin anstelle von Guten Morgen oder so. Oder anderem Ähnliches. Ja, ja, die Norddeutschen. Die Hamburg. So. Wenig HP wieder. Schon wieder ausruhen, oh Gott. Nun gut. Mal kurz schauen. Stumpfe Schaden plus 21. Päh. Immerhin Level 50 hier. Da ist nur Level 44. Ah, Menno. Ja, recht viele Nachtrubine bekomme ich hier. Ja, jetzt bin ich halt hier ein bisschen am Leveln. Hier geht es einfach am schnellsten und zwar nicht besonders spannend hier zu leveln, aber ich werde dann zu den Magma Golems gehen, wenn ich Level 53 bin. Wenn sie nicht dann noch orange sind. Und ja, zu den Bärwölfen da unten in Syrtis möchte ich auch mal wieder hin, aber die Syrten sind so oft on mit vielen Leuten. Die könnten mich einfach zu schnell entdecken. Deshalb nö. Oder ich könnte hinter das Imperial Castle gehen und dort die Ice Golems töten, aber die Golems sind auch orange und die Säbelzahntiger, die droppen nichts. Hallo. Hey, was ist... ich hab mich verdrückt. So, wir machen gleich hier weiter. Ich habe den Mittelfinger auf der E gehabt, dadurch habe ich dann noch die R gedrückt und die 5 und so weiter, also voll Probleme gerade gehabt. Die Tastatur ist auch so weit links, die muss ich jetzt mal ein bisschen rüber schieben. So. Dann geht alles wieder ein bisschen besser. Oh, Syrtis. Also nur Tyrann ist online. Okay. Oder nur Tyrann hat Bock, kurz zu antworten. Jetzt bin ich immer noch vertauscht. Hallo, was ist jetzt los? Ich will endlich nach links. Muss ich noch mehr rechts die Tastatur machen, dann muss ich ja das Mauspad ein bisschen nach rechts ziehen. Da geht mal gar nicht. Wenn man nicht richtig an der Tastatur ist, dann geht gar nichts. Das Problem an meinem Pult, meinem momentan Kurt-Pult geholt, neues Pult geholt, das extrem günstig war und schlecht zum Zusammenbauen war und so. Das Problem an dem Pult ist, ich kann den Stuhl nicht unter den Tisch tun und ja, ich muss immer so ein bisschen weiter vorne sitzen. Aber, naja, bequem ist es noch. Aber einfach ein bisschen störend und das auch, dass ich auch an der Tastatur nicht so richtig herankomme. Das ist eigentlich das größte Problem, oder? Dann verklicke ich mich manchmal einfach, weil ich nicht so strecken kann, meinen Arm, wie es sein müsste. Und näher ran, ja, das ist nicht so gut für den Rücken. Da müsste ich den Rücken nach eine U-Form machen. Gegen hinten. So richtig den Rücken überdehnen, sozusagen. Ah. Na gut, kommt mal wer sah mal. Nö, kein Bock.
Wollen wir? Ja, wir gehen. Aber ich schaffe doch das nicht mit der Orisha zusammen. Ja, eventuell irgendwie oder was oder wenn. Komm jetzt, heil dich du. Blöder Charakter, du. Mal gucken. Ja, die Rüstung ist hier ein bisschen zusammengeglitscht. Also es geht durch die Schulterplatten. Sonst ist eigentlich alles okay. Ja. Sehr streng, der Drago wieder. Aber in Champions of Regnum sollte das eigentlich auch nicht so sein. Also bitte bisschen mehr entwickeln und dann hat man nicht mehr so komische Anzeige, also dass Rüstungen ineinander gehen oder Hämmer durch die Schulterplatten gehen. So, wir gehen hier oben durch, weil da am wenigsten Chance hat, einen Eisen zu treffen. Die gehen ja immer dem Weg entlang dort. So, mal gucken. Wie lange noch? Wie lange noch? 8 Minuten. So, ich gucke, wo der Orisha ist. Wo die Orisha. Da ist nirgendwas. 7 Minuten. Yay! 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 Wie viel Reichweite haben die? Das ist böse. Ich lock die weg und die anderen. Genau, da kommen sie. Noki ist da. Vielleicht ein O zu wenig, aber... ich habe es auch nur kurz gesehen. Orisha Jared. Er geht weg. Er sucht mich. Blöder Jäger. Du findest mich nicht, du blöder Jäger. Wo seid ihr jetzt? Wenn ihr doch wollt, schau mal, dann zeigt euch doch. Ja, okay. Karwechsel zum Barbar. So. Also dann greifen wir wieder an. Heute ein bisschen mutiger. Taube ist da. Und Orisha. Also wer ist da? Noch niemand. So. Ja, der hat es natürlich wieder geblockt. So, der andere. Okay. Also eben der... Was haben wir gesagt? Oh. Was haben wir gesagt? Nuki, der ist weg. Vielleicht kommt er bald wieder. Ah, Yellow und Cornelia ist hier. Ja, der ist hinter dem Stein. Ja, ich bin tot. Mann, die machen 2000 Schaden. Das sind immer die Obersucht. Die mag ich nicht. Ist ja toll, du hast einen Level 52 getötet. Jetzt ist alles in Ordnung. Jetzt bist du wirklich super was von motiviert. Der andere steht auch sofort. Ah, die Eisen wieder mal. Die sirten immer mit den Eisen zusammen. Frechheit. Nun gut. Aufgeregt, fertig und jetzt geht's wieder weiter.
Yay, ich habe noch die Belohnung bekommen. Zwei Königreichspunkte, weil ich natürlich auch am wenigsten schaffte, weil ich ja sofort tot war. Das ist es, das sind die richtig Dinge, die haben Boss-Schmuck, die haben extrem gute Items, die haben alles. Die sind sowas von extrem suchtig, dass sie, boah, wenn Regnum nicht mehr existiert, die werden wahrscheinlich in ein tiefes, depressives Loch fallen, weil sie einfach irgendwie 2 Millionen Euro ausgegeben haben für ihren Boss-Schmuck, für ihre Sachen zum Verbessern, alles Mögliche. Boah. Also ich könnte schon ein Ding, also dass es schon Account-Handel und so gab früher mit Beirechnung, könnte ich mir schon vorstellen. Einfach jemand bezahlt für Items Echtgeld und die Items werden dann per Echtgeld bezahlt und so weiter. Das könnte ich mich wirklich vorstellen, das könnte ich mir vorstellen. Dass ja, manche Leute haben einfach viel zu viel Geld und meinen, ja, sie müssen pro Woche ungefähr 200 Euro ausgeben für Regnum oder so. Aber es nützt niemanden. Das Geld fließt den passiven Entwicklern entgegen. Die bekommen mehr und mehr Geld, machen aber nichts mehr, weil sie dann schon viel zu viel Geld haben und ändern nichts, oder? Das ist also eigentlich Geldverschwendung, was man hier in Regnum macht. Ja, Elite-Eisen hier. Elite-Eisen, das ist noch sehr positiv gesagt. Das sind Suchtis. Nichts anderes als große Suchtis. Heide. So, kommt. Keine Gegner, bitte. Lasst mich doch in Frieden. Dö, 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 dö. Lasst mich doch in Frieden, ja, ihr blöden Sütten und Eisen. Schön ein bisschen. Ja, jetzt sind alle tot. Ach, Menno. Ja. Jetzt kommt dann ein Papa herangerannt. Wieso haben die so hoch erreicht? Ja. Nur weil ich angegriffen wurde, kann ich jetzt nicht aufs Pferd. Könnte diesen Button irgendwo hinschmeißen. So, jetzt. Verfluchte Wartezeit. also eben nochmals zur Info. Diese Beleidigungen so bitte nicht ernst nehmen. Es ist wirklich nur Comedy. Und natürlich, zu Feinden ist man nicht nett. Und wer Alter ist und wer Syrte ist, ist sogenannter Feind. Aber wir haben eigentlich immer gute Beziehungen und so. Wir beleidigen da nicht unbedingt echt. Und ja, blöd seid ihr schon ein bisschen, wenn ihr Sirte oder Alse seid. Das kann ich nicht verleugnen, aber. Da sind sie wieder. Juhu! Reinfliegen! Komm schnell herauben! Wir haben nur noch 40 Sekunden Zeit! Ah, komm schon. Schneller, hab. Dein nächstes Mal werde ich euch trollen, ihr blöden Alsen. So, ich werde sofort wieder sterben. Das werdet ihr sehen dann. Ich werde gleich mal die 2 gedrückt lassen. Komm, greift an. Ah, da hinten greift einer. Das schafft. Ah, er greift den oben an. Ja, was ist jetzt? Greift ihr nicht an? Was ist das? Was macht der? Er greift zwar schon an, aber keine Animation. Und die Schwerter auch nicht ausgerüstet. Wenn ich die schon sehe, bekomme ich's Kotzen. Ui. So, noch die richtige Taste drücken. Hab's gehört. Normal. Juhu. Ich schlage immer noch zu. So, wo ist der Checker? Der Checker. Wo ist der Checker? Hallo. Der Checker. Ah, Checker.
Was macht der jetzt? Wo sind die anderen, wenn man sie braucht, hä? Wenn man sie braucht, sind sie nirgends da. Kommt jetzt hoch, ihr Faulen. Seid ihr faul? Also ich hab schon geklickt, also bitte. Muss ich nochmals klicken. So. So, wieso kann ich nicht feiern? Also. Geht doch. So. Nice, nice, nice. Nice, nein, nein. Drecksritter. Ah, ein Ritter war es da unten. Hm. Und jetzt? Mal noch kurz schauen. Boah, diese Regeneration. Kann man das nicht irgendwie ausschalten, dass dieses Regenerieren nicht angezeigt wird? Bekommen wir keine Belohnung mehr. So was von Scheibe. So, was ist jetzt für 10? Halb, ja. Halb 10 Uhr. Gut. Am Donnerstag. Halb 10 Uhr. Ist ein... Wie heißt das? Kneckes, oder wie sie heißen. Knoppers, genau. Halb 10 Uhr morgens ist ein Knoppers und weiter geht's. Wieso habe ich wegen dem Buff wieder die Waffen draußen? Mal herb. Gehen wir ein bisschen Herbert fort. Leider habe ich keine Zeit mehr. Aber ja, hinreiten können wir noch. Oder bis zur Brücke, dann muss ich leider aufhören. Bis zur Herbrücke. Dann level ich wieder woanders. Ja, da gehe ich wirklich zu den Werwölfen leveln. Bis ich dann heute Abend das Ding aufnehme. Was braucht er? Was will der jetzt bezwecken? Hä? Was will der bezwecken? Das ist einer der starken Barbaren wahrscheinlich. Normal, nö, ist nicht so stark. Kommt. Was? Nuki mit seinem hässlichen Eri 5E. Ja, look halt rum. Und jetzt? Was will der? Was schreibt der? Applaus, Applaus, Applaus. Wer hat gestern die Inva gemacht? Kommt, wo will. Saat, Spaß, die hin. Was wollt der? Was der? Hast du den? Genau. So, die knacken wir. Oh, ich bin vereist, jetzt bin ich sowas von... Oh, Mann! Nein, ist viel zu lange. Nein, Hilfe! Oh, Menno. Gut, Jared. Komm, ihr schafft die. Ja, ja, jetzt ist... Wecker. Ja, ist es gut, Wecker? Ah, endlich. Diese Verzögerungen immer beim Wecker. Ah, geil. Den hau ich direkt herum. Kommst? Ja, jetzt. Oh, jetzt kann er wieder friesen. Kommst du endlich, Serdi, du bist so extrem langsam, passiv und... ich mag dich einfach nicht. Sind ja OP hier. Natürlich sind wir OP. Wir haben es gegen zwei normale Gegner zu tun. Ja, immerhin normal. Sind jetzt nicht die Herausforderung, aber schau mal, du bist auch normal. Sie ist normal, alle sind normal. Ja, dann nehme ich auch ihn, wenn der andere so weit zurückgeht. So.
Komm, hey, fries mich doch nicht die ganze Zeit, du Feigling. Ganze Zeit immer friesen. Wieso gibt es das überhaupt? Hä? Wieso gibt es das überhaupt? Ah, ich hätte ihn nicht buffen sollen. Aber 5 geht in Ordnung. Ah, ich habe beide. Hä? Ich habe ihn doch gar nie getroffen, oder? Der kann auch nur immer auf mich gehen und friesen. So, dann bin ich halt das Freezing-Opfer gewesen und die anderen haben ihn tot gekloppt. Auch gut. XDD. XDDD. So, also, genug? Lol. Das hilft ihm sehr gut. Er gibt mir Schwindel, dass ich nicht Ding einsetzen kann. Topsucht. Oh, und dann sofort friesen. Was bringt das? Er kann entweder Schwindel oder Fries einsetzen und sonst nichts. Oder gar nichts einsetzen. Aber ja, beides zusammen ist für den Arsch. Oh je. Ja, Fries kann man einsetzen, damit ich nicht mich bewegen kann. Ja, aber Schwindel muss doch beim Baba eigentlich gar nicht sein. Und so ist es, ich bin eben 52. Wahrscheinlich waren alle Level 52, wir waren zu vermehrt, darum haben wir auch gewonnen. Aber ich hätte ganz klar verloren, auch gegen 2, wenn ich alleine gewesen wäre. Oder jemand noch dabei gewesen wäre, der sehr passiv ist. Aber, ja. Also, guten Tag gewesen. Bis zum nächsten Mal, euer Drago Basler. Tschüss und nicht vergessen, nächste Folge, eine Trolling-Folge. Yeah!